Während die Sicherheit der Daten derzeit in aller Munde ist, tritt relativ unbemerkt ab 1. Juli eine Gesetzesänderung des Landesverfassungsschutzgesetzes und des Sicherheits- und Ordnungsgesetzes in MV in Kraft. Mit dieser Änderung dürfen die Behörden auch ohne den sogenannten Richtervorbehalt, sprich ohne zuvor richterliche Genehmigung einzuholen, auf Bestandsdaten zurückgreifen. Unter Bestandsdaten werden Passwörter, Smartphone-Pins und andere Anmeldedaten, nicht aber die Inhalte etwa von gesendeten Nachrichten, verstanden. Zuvor war bereits ein Bundesgesetz zum Zugriff auf solche Daten vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Die nun erfolgten Anpassungen durch das Landesparlament gehen dem Datenschutzbeauftragten des Landes, Reinhard Dankert, nicht weit genug. Schon bei Ordnungswidrigkeiten können auf Daten wie Passwörter und PINs von Smartphones zugegriffen werden. Es gab ja gegen dieses bestehende Bundesgesetz schon eine Verfassungsgerichtsklage. Und nun muss man abwarten. Die gleichen Kritiker von damals sagen, es ist auch nach wie vor nicht verfassungskonform, was draus wird. Problematisch ist der relativ unkontrollierte Zugriff auf die Bestandsdaten, weil auf Smartphones bekannterweise längst mehr als Nachrichten und Telefonnummern gespeichert sind. Datenschützer befürchten, dass Behörden ohne richterliche Kontrolle und ohne die Nutzer benachrichtigen zu müssen, zu ausuferndem Datensammeln ermuntert werden.